Das Wochenende hier mit Stefan Weinzierl und Klaus Wilk. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier zu unserem Wochenendbier, zu unserem Webcast der Produktion. Und bei mir ist wie immer Klaus Wilk. Hallo Klaus. Hi, grüß dich. Liebe Damen und Herren, Ostern steht vor der Tür. Es sind Tage der Hoffnung für die Christen sozusagen. Jetzt sind wir beide natürlich weit davon entfernt, papstähnlich oder seiner Apologeten ähnlich frohe Botschaften zu verkünden. Aber ich glaube, es ist wichtig, auf eine Sache hinzuweisen, denn wir Deutschen sind doch dafür bekannt, ein bisschen Mimimi-Land zu sein und sehr gerne die Sachen, wenn schon nicht schwarz, so doch zumindest dunkelgrau zu sehen. Aber wir haben festgestellt, ja Klaus, kannst du gleich bestätigen, es gibt gute Botschaften auch in der Industrie und in der Wirtschaft, die man durchaus verbreiten kann und die Anlass zur Hoffnung geben. Also wir wollen jetzt nicht das zurückhaltende, eher pessimistische Jahresgutachten der entsprechenden Wirtschaftsforscher unter den Tisch kehren. Das steht mal so da, ich gebe dir aber recht, mit der Jammerei. Auf der anderen Seite verdichten sich auch ein bisschen so die Anzeichen, dass es doch, wenn auch wenig mit einer geringen Steigung, aber wieder aufwärts geht. Also ich fange mal an, ja. Die Unternehmen stellen wieder ein. Ja. Genau. Die Exporterwartungen sind deutlich gestiegen. Korrekt. Der Welthandel zieht leicht an. Mhm. Und sogar die Chemie auch so. Das ist wichtig, ja. Eine gebeutelte Branche schaut wieder etwas zuversichtlicher nach vorne. Das weißt du auch noch ein paar Beispiele? Klar, wenn man sich zum Beispiel den Fachkräftemangel anschaut, der unzweifelhaft, auch hier dürfen wir natürlich keine falschen Erwartungen wecken, der unzweifelhaft weiterhin existiert und auch Probleme macht, aber er nimmt ab. Die Leute verstehen mehr, dass man mit Automatisierung viel machen kann. Klar ist aber auch natürlich, wenn die Konjunktur wieder anzieht, dann geht es natürlich wieder krasser los. Ja, genau. Also er ist gekommen, um zu bleiben, der Fachkräftemangel, um das mal so auszudrücken. Wir werden ihn jetzt auch nicht wegdiskutieren an der Stelle, aber die Firmen draußen werden einfach findiger. Insofern macht das großen Sinn, in Richtung Automatisierung zu schreiten. Ja, absolut. Der VDW hat auch noch etwas Positives beizutragen. Ja, breite Marktbelebung ab 2025. Hurray, das freut uns. Ist auch gut so. Also der Ausblick, dass es in der Zukunft wieder besser wird, um bei Ostern zu bleiben, es sind mehr als 3 Tage, in denen die deutsche Wirtschaft wieder auferstehen wird, aber es zeichnet sich ab, es wird deutlicher. Und nicht nur beim VDW, auch die Kollegen vom ZVI hatten positive Meldungen. Ja, genau, die Elektroexporte sind auch mit einem leichten Plus ins Jahr gestartet. Mhm. Und wir gehen jetzt nicht von einem ganz unteren Niveau aus, sondern das Niveau war ja auch schon relativ gut, muss man sagen. Unteres Niveau ist ein Stichwort vielleicht für Trump, so ehrlich muss man sein. Ja. Alle Zeichen stehen darauf, dass Trump wieder gewählt wird in den USA als Präsident, aber die Konjunkturdaten aus den USA sind sehr gut. Ja, und es hat sich ja in den letzten beiden Jahren auch herausgestellt, dass mit einem schwächelnden China die USA als Absatzmarkt für uns relevant werden. Die waren schon immer relevant, aber noch relevanter werden, weil sie einfach der Hauptabnehmer für Industrieprodukte sind. Muss man einfach mal so emotionsfrei konstatieren. Und da läuft die Konjunktur eigentlich gut. Mhm. Ja. Und du hattest China gerade erwähnt. Spannenderweise, auch in China sind die Konjunkturdaten besser, als wir erwartet hatten. Ja, ist richtig. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so viel ist, wie der Volkskongress uns da eintrichtern will. Aber gehen wir davon aus, dass irgendwo zwischen Null und dem, was die so in die Welt geben, die Wahrheit liegt. Also auch da sieht es nicht mehr ganz so schlecht aus. Wir sehen es auch an den Investitionen. Ich kriege im Moment viele Meldungen auf den Tisch von Investitionen, die deutsche Unternehmen in China tätigen, und die werden das ja nicht so aus der hohlen Hand machen. Ganz sicher nicht. Also insofern würde ich sagen, die Sorgen bleiben natürlich und wir müssen an vielen Stellen anpacken, insbesondere Bürokratie, also ohne Wenn und Aber, das bleibt absolut bestehen. Keine Frage. Aber was mich total freut, Stefan, ist die Resilienz der deutschen Industrie.
die schlicht und ergreifend in der Lage sind, sich da frei zu schwimmen. Mhm. Und das hängt einfach mit motivierten Mitarbeitern, mit Supermanagement etc. zusammen. Also die wissen, was sie tun. Und auch durch die vielleicht auch in den Tälern der Tränen, durch die wir gegangen sind bei Corona und ähnlichen Geschichten. Ja. Resilienz hat sich dann erst wirklich entwickelt. Vorher war vieles gleich, man hatte die eingetretenen Pfade, auf denen ist man entlang marschiert. Und dann hat man plötzlich lernen müssen, oha, wir müssen da was dran ändern. Wir müssen resilienter werden. Und es hat, sind wir doch mal ehrlich, echt gut geklappt. Ja, genau. Insofern, ich glaube, wir müssen heute kein überbordendes Osterbier fabrizieren, sondern ich glaube, mit der wirklich guten Nachricht können wir Ihnen allen draußen an Ihren Bildschirmen schlicht und ergreifend ein paar ruhige Tage, Entspannung, gutes Wetter, was auch immer Sie wollen und brauchen, wünschen und mit auf den Weg geben, oder? Auf jeden Fall. Fröhliche Ostertage und schauen Sie optimistisch in die Zukunft. Es lohnt sich. Aber ich bin der Meinung, wir sollten trotzdem Bier drauf trinken. Ja, klar. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Prost, Stefan. Prost, Klaus. Das Wochenendbier mit Stefan Weinzierl und Klaus Wilken.